Schatzi, was machst du denn da? So, ich habe jetzt hier die rote Beete. Die habe ich ja gekocht. Gekocht? Ich habe die draußen im Feuer gekocht. Ja. Und jetzt werde ich die schälen und klein schneiden. Kleine Würfelchen. Und für was ist das? Und da möchte ich mir jetzt einen Schnaps draus machen. Mhm. Den werde ich dann ansetzen mit Honig, das zeige ich dann nachher. Interessant, wie das schmeckt. Das ist interessant. Ich will auch wissen, ob dieser Geschmack, diese Erdigkeit damit reingeht. Ja, rote Beete hat immer solche Erdigkeit. Aber Süßheit, ne? Also da ist viel Zucker drin. Zucker hat er. Aber man muss es halt kochen. Ihr müsst das kochen und ihr müsst es danach, könnt ihr danach schälen. Und Und dann kann man würfeln. das nachher weiterverarbeiten. Und Zucker kommt da rein? Ne, ich mache Honig. Honig. Nur Zucker, Honig, das ist ja im Prinzip dasselbe. Lecker. Weil der Zuckeranteil der roten Beeten ist halt nicht so hoch. Ist ja jetzt kein Obst, ne? So. Ja. Würfeln tue ich nachher. Aber ich habe die auch gar nicht sauber gemacht. Ich habe die einfach jetzt Oh, oben. der ist kaputt. Der ist kaputt, ne? Das seht ihr jetzt Ne, hier. ganze, Der ist ganze. kaputt. Der kommt dann einfach weg auf den Kompost. Der ist auch Ja. wahrscheinlich kaputt. Ne, hier vielleicht kann man noch ein Stück abschneiden. Hier ist der noch gut. Wenn zu wenig ist, kann man noch mal kochen. Ne, nee, der ist auch kaputt, Auch ganz. kaputt, komplett. Ganz, kannst du wegschmeißen. Ja, ich nehme nur das Gute. So riesige rote Wir Beete haben ja hier. genug. Ja, ich habe auch eigentlich nur so ganz wenig. Ich dachte so ein paar Kilo. Wir können ja noch zwei Töpfe kochen, wenn das nicht reicht. Das ist eine riesige. Ja. Die rote Beete, die Reste, die gebe ich den Ziegen. Da freuen die sich. So, man kann die natürlich auch vorher sauber machen, aber warum? Nee, So ist einfacher. nachher einmal abwaschen. Ja. Also, Da man hast muss du immer. noch ein paar schwarze Stellen verpasst, die muss man schön abschneiden. Das ist immer so, wenn man die jetzt appetitlich so reinbeißen würde, ja, dann ist es gut. So sehe ich das Ja, immer. also die würde ich jetzt nehmen, sogar für Salat reiben. Ja, deshalb, das ist Die dann okay. sieht gut Das aus. ist eine gute, Und süß. einfach, lässt sich ganz Und einfach. werden wir dieses Jahr wieder rote Beete pflanzen? Ja, aber das mit rote Beete ist immer mal, hat man auf einmal so viel, weil die so gut gewachsen ist. Das Mal hat man zu wenig, ne? hängt vom Samen Das hängt ein ab. bisschen davon ab, ja. Guter Samen, guten Samen bekommen. Und wahrscheinlich von der Bodenqualität, oder? Und der Boden haben wir ja immer gleich. Ja, aber klar, Regen, alles hat sein Sagen. Regen, Sonne, Ich schneide hier Wärme. sehr Gar großzügig kein ab. Problem, die Ziegen freuen Die sich freuen sich, ja. für deinen Schnaps. Ja, die ist noch gut. Die ist dunkel, aber gut. Die ist noch süß. Noch süßer, Umso ne? süßer, wenn die so dunkel ist. Schatzi, was machst du die ganze Zeit hier in meiner Küche? Hey, ich mache jetzt, hier fülle ich mir erstmal Wasser auf. Und Der davor, Tomko wundert sich schon, dass du uns hier störst in der ja. Küche. Nee, da vorne habe ich doch den Honig. Guck mal da vorne in dem Behälter. Da habe ich jetzt genau 6 Kilogramm Aha, Honig. 6 Kilo? Der ist allerdings schon kristallisiert. Und jetzt muss ich diese ganzen Das Gefäße. ist beste Honig, wenn kristallisiert. Nee, das sage ich ja nicht. Aber ich muss diese ganzen Behälter auswaschen. auswaschen. Ja, jetzt Soll weiß ich ich dir gar nicht. helfen? Ja, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ganz einfach. Vielleicht so Ich einfach. gieße, du wäschst mit zwei Händen. Pust auf, pust auf. Aha, okay. Und du wäschst mit Ja, zwei aber wie Händen. willst du das festhalten? Ganz einfach, ich filme und Warte mal, dann gieße. machen wir erst das leer. Ah, das Tja. klebt alles schon. Erklär mal, was ist da alles drin? Das ist nur der Honig. Ich wollte jetzt mit 10. Ah, noch keine rote Beete drin. Tu die Nee. erstmal schön rein in die Schüssel. Schön rein. Ja. Ja, also das, was ich jetzt hier machen will, ist natürlich ein Sirup erstmal, ne? Das könnt ihr mit Zucker machen. Oder halt auch mit Honig. In die Schüssel richtig Wasser erst rein, damit das einweicht. Ja. Und
Kann man Honig mit Zucker machen. Mit Zucker kannst du das auch. Ja, Honig ist aber schön. Es muss halt einen schönen kristallisiert, einen Sirup ergeben. Und deshalb habe ich hier das in diesen Topf reingetan, den kann man nicht aufwärmen. Ich glaube, die Leute werden mit dir schimpfen, dass du sowas Kostbares wie Honig für Schnaps nimmst. Ja, wieso, wenn man den hat? Ist doch gut. Ja. Haben denn die Bienen überlebt diese Winter? Das weiß ich nicht. Weiß man noch nicht, ne? Ich hoffe ja. Nicht spritzen über meine Küche hier. Ordentlich machen, langsam, ordentlich. Sind ja langsam wie solche Wasserhahn. Ja, und nachher kann ich diesen Topf hier aufheizen. Und dann. Und wann kommt rote Beete da rein? Nee, die rote Beete kommt hier gar nicht rein, sondern die ist schon in dem Gärbehälter drin. Ach. Und das Sirupwasser, das kommt dann da. Andere Seite. Dann kommt das dazu. So. Das ist natürlich ideal. Ah, ich dachte, das wird Honig mit rote Beete. Ja, wird ja auch. Aber ich mache jetzt hier den Sirup, eine ganz klare Flüssigkeit. Aha. Und die kippe ich dann auf die rote Beete. Wenn ich die rote Beete in die Flüssigkeit reinmache, dann spritzt das ja. Aha. Also mache ich das andersherum. Das ist ja nicht mein Gärbehälter, das ist ja nur ein Topf zum Warmmachen. Ja, ich glaube, der ist ziemlich... Noch. Ja, sie können ja viel mehr Wasser nehmen, ist ja kein Problem. Warte, noch kommt mehr. Da ist noch der Löffel. Und das. Ja, das. Also wie gesagt, 6 Kilo Zucker oder 6 Kilo Honig in dem Fall. Und dann erstmal 10 Liter Wasser und darauf auflösen. Das, dabei, warte, noch nichts. Ich tue das mir in die Sink und wasche nochmal mit Wasser. Ja, das ist, glaube ich, relativ gut. Ich mache hier noch ganz kurz mischen, Schatze, ganz kurz die Tomatensoße mischen und gucken, ob die Erbsen nicht verkochen für die Suppe. Ach, Kartoffeln hier geschält, aber die stören hier. So, weiter jetzt Löffelchen, Händchen. So. Und den Löffel, den kann ich eigentlich drin lassen zum Umrühren noch. Noch nicht waschen? Ich kann das Grobe hier abmachen, aber ich muss das ja sowieso drehen und umrühren, oder? Ich mach das besser hier. Macht man den sauber und dann legt man sich Teller auf den Teller sauber. Ach so, und dann zum Rühren. Dann nehmen. Nimmt man auf den Teller. Ja, ich will nur nicht, dass der Honig unten an der Heizplatte anbrennt. Anbrennt, ja. Muss sehr langsam erhitzen. Vielleicht einfach stehen lassen erstmal ein bisschen. Hier Ручка. Ручка, напевно, ще має мати. Das hier vielleicht mit der Hand erstmal umrühren oder was? No, mit der Hand. Ich hole dir noch mehr Wasser. Warmes Wasser? Ja, muss nicht warm sein, weil das wird ja hier durch den Topf aufgesetzt. Dobra. Ich heiz den Topf mal auf 30 Grad. Mhm. Tomko, du wunderst dich, was hier los ist. Hier wird Schnaps gekocht aus Honig. Ich denke, die Erbsen sind gekocht. Die machen wir schon raus. Die Tomatensoße vermischen. Tomatensoße. Tomko, du stehst allen im Weg. Noch Wasser geben? Ja, wir haben jetzt 4 Liter, nochmal 3 und dann nochmal 3 kannst du. Weil das ist jetzt ein bisschen leichter. Wahrscheinlich nicht spritzen. Warum? Ich mach ja nur nicht spritzen. Nur nicht spritzen, sonst muss ich ja Backofen alles nachher waschen. Hm. Noch Wasser?
Ja, das muss ja auch, sich auflösen. Das muss ja auch Sirup geben. Aber wahrscheinlich, dass du nicht zu viel Wasser gibst. Nee, ach so, ja. Weil ich habe Kartoffeln hier gewaschen. Noch mehr Wasser. Ich denke, warum ist hier so viel Samen? Das waren die Kartoffeln. Für Mittagessen. Schatzi, heute für Mittagessen, was gerne wünschst du dir? Ich weiß jetzt gar nicht. Wenn du nicht weißt, dann mache ich meine eigene Idee. Idee. Blaubeerchen. Kartoffelpüree, Petersilie klein gehakt, Karotten klein gehakt. Was war das denn? Weiß ich nicht. So. Weißt du was? Jetzt lassen wir das erstmal stehen. Ich hol Schatzi, da muss ja eine rote Beete passen. Nein, das ist doch im anderen Behälter. Oh. Das ist im anderen Behälter. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß. Schatz, entschuldige, dass ich nicht so richtig alles sofort verstehe. Ich bin nicht so schlau wie du. So, das lassen wir jetzt einfach drin. Warte, du musst die Hände dir waschen. Die sind klebrig. Ja, ich wasche mir die Hände, aber ich meine... Hier. Ich gehe ins Waschbecken. Hier, hier kannst du dir bei mir waschen. Hier, komm mal her. Ich gebe dir ein Handtuch. Na. Ich hole jetzt meinen Rührer. Ich hab einen Rührer und ich habe den Akku. Oder soll ich das mit der Hand oben? Ach schon, der ist schlecht. Ich habe dir den extra gewaschen. Der ist schlecht? Ich habe hier extra einen Rührer dafür. Aha, so ein Stock, ja? Nee, so ein Rührer. Ah, für Bier, ja? Das ist einfach um Flüsse, um zu vermengen. Aha. Und nachher muss ich sowieso ein bisschen Sauerstoff reinbringen. Mit dem kann ich gut umrühren. Ich muss mir nur meinen Akkuschrauber holen. Aber mit der Hand geht nicht? Geht, aber warum soll ich das mit der Hand machen? Muss ich ja auflösen. Das muss eine komplette ins Haus noch Akkuschrauber und hier rühren mit Akkuschrauber. Das wird mehr spritzen über die ganze... Das spritzen nicht, den mach mal ganz langsam. Warte mal, ich hole den mal eben. Ich hoffe nur nicht, dass das spritzt. So, jetzt kann ich das hier unten. Das wird nicht spritzen. Nochmal anmachen. Jetzt sehe ich noch nichts hier. Auf 40 Grad so. Nee, ich rühre das noch ein bisschen um. Man, noch nie gesehen, dass man nicht mit der Hand rührt. Ja, aber das dreht sich ja schön. Guck mal, das ist ja schön langsam dreht sich. Wenn das nicht spritzt, habe ich nichts dagegen. Das Einzige, was ich mir immer Sorgen mache, dass das unten an der Heizplatte anpappt. Der Rest ist ja eigentlich nicht so. Aber vielleicht kratzt man damit den Topf? Nee, ich bin ja nicht unten auf dem Boden. Ich kann auch hier unten so ein bisschen... Ich würde das mit der Hand rühren, ganz normal. Einfach so? Dann natürlich. Also das mit dem Schrauber ist ein bisschen fauler Mensch-Idee. Nee, das nachher braucht man den, weil dann kommt richtig Sauerstoff rein. Aha. Und die Hefe braucht am Anfang Sauerstoff, damit sie schön... Hast du denn deine Hefe gefunden? Ja. Wo war die? Die habe ich da hinten versteckt, im Kalten. Ah. Ist ja im Moment wie ein Kühlschrank draußen. Schön. Kann man die auch draußen, braucht man nicht im Kühlschrank. Gut, dass du die gefunden hast, mein Liebling. Oh, löst sich. Wie geht's dir so mit der Krankheit? Ja, das geht. Immer noch hier. Ach, mein Armes. Aber schon besser. Mein Süßer. Oh, löst sich schon. Mein Liebling, du musst ja mehr drin sein.
Wichtig ist, dass eins das hier drin eine klare Flüssigkeit wird. Aha. Umso besser das wird, umso besser der Sirup ist. Das ist im Prinzip auch, wie man Sirup für die Futtersirup macht. Für die ist Bienen. Da schon Hefe drin? Nee, noch nicht. Nein. Du machst erst Futtersirup, dann haben wir hier unsere... Schatz, sorry, erklär nochmal für die Dume. Für mich, nämlich. So. Nochmal für die Dumen. Hier ist die rote Beete. Ja, rote Beete. Wenn ich jetzt die rote Beete da reinkippe, da, dann spritzt das. Ja, doch. Nee, sowas macht man bitte also draus. Also tut man doch die rote Beete klein. Hacken. Hacken, klein schneiden. Mhm. Sieht man ja gar nichts. Doch, doch, sieht man wunderbar die rote Beete. Ja. Ich sehe ja im Video. Die riecht man ich, vor allem auch. Ich filme ja. Ja, die riecht lecker, irdisch. Und dann tut erdisch man, wenn das Sirup fertig ist, tut man den dabei. Aha. Kurz gesagt. So. Vorsichtig gießen. Vorsichtig da reingießen. Und dann plus noch, dass das Wasser aufgefüllt ist bis ungefähr hier 25 Liter. Da ist eine Anzeige. Mhm. So. Und dann muss man das richtig noch einstellen. Die Temperatur plus den pH-Wert. Und wenn der pH-Wert und die Temperatur eingestellt ist, kommt die Hefe dazu, Deckel drauf, Gerspund drauf, warme Platz gestellt. Also im Haus. Ja, im Moment im Haus, aber das riechst du ja nicht. Da ist nein, ja das schadet mir nicht. Mein Opa hat immer im Haus Schnaps gemacht. Nur im Haus, Oma und Opa. Und hier, guck mal, das ist schon aufgelöst. Kann man noch ein bisschen Wasser dazu, aber ich denke mal... Willst du noch was erklären? Weil ich wollte jetzt Betten machen. Nee. Ja? Gleich. Wunderbar. Ich habe jetzt erst verstanden, wann wird was vermischt. Wie lange muss man das stehen dann im Haus, im Warmen? Eine Woche. Bis es fertig ist. Am besten so, ja. Eine Woche, zwei. Wahrscheinlich zwei. Zwei sogar. Wenn die Maische dann fertig ist, kann man die Hefe abtrennen und das Ganze an einem kühlen Ort behalten. Dem interessiert das nicht. Der trinkt ja nicht. Also bis schon wir diese Maische brennen, das ist noch im Frühjahr. Erst vielleicht sogar noch länger. So lang, ne? Ja, weil die Maische muss stehen. Ja, muss stehen. Naja, ja. Ja, aber es ist fast früher. Ja, dann im Sommer. Im Sommer. Drei, vier Monate mindestens. What? So lange? Ui, bis ich diesen Schnaps probiere, noch 3 Monate. Ja, gut. Man könnte theoretisch, wenn der dann fertig ist, den sofort brennen und dann wieder probieren diesen Unterschied. Aber eigentlich sollte man Geduld haben. Wirst du denn dieses Jahr wieder Birkenschnaps brennen oder dieses Jahr willst du die Idee erstmal lassen? Bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht machen soll. Aber man könnte den Birkenschnaps in diesem Topf hier reduzieren. Langsam, oder? Langsam mit. Aber das ist halt Elektrik. Nee, schon. Aber wir haben ja Elektrik auf Sonnenbatterien. Am Tag ist das ja kein Problem. Mhm. Du siehst so wunderschön aus, mein Junge. Ich brauche gar keinen Schnaps, um dich schön zu finden. Du bist wunderschön so ohne. Man braucht immer den Schnaps, um sich was schön zu trinken. Du bist schön ohne Schnaps. So, Schatz, dann gehe ich Betten machen. Ne? Ja. Ich sehe, das hat sich gut gelöst. Ja. Ja. Ich weiß nicht, normalerweise... Wie teuer war dieser Topf, der Biertopf? Kann ich hier gar nicht sagen. Ich meine 100 Euro sowas. 100 Euro. So ein Einmachtopf. Und wann machst du wieder Bier da drin? Da kann ich dir genau sagen. Bier mache ich erst, wenn die Temperatur draußen so ein bisschen warm ist. Sonst... Ja, ja, im Sommer halt. Ja, richtig, weil sonst so beim Kochen, du musst ja so viel kochen. Also richtig. Wenn das draußen richtig so kalt ist, lohnt sich nicht. Das ist so viel Energie, die da Pravil, nur das hat keinen Sinn. So. Wir haben alle Fragen beantwortet. Vielen Dank für Ihr Interview, Herr Pudenz. Machen Sie ruhig weiter Ihren Schnaps. Und wir machen gleich hier weiter das Video. Jetzt machen wir erstmal, lassen wir das erstmal auflösen. Okay. Gunde Schatz, ich filme dich weiter. Ich habe nur Chili und Kräuter reingetan zu meinen Tomatensoße. Lass ich das weiter köcheln. Okay. So. Ui, alleine? Ich hätte dir geholt. Nein, das ist ja nicht schwer. So. Jetzt ist der Sirup fertig. Unten seht ihr noch ein bisschen Honig.
Das kann man jetzt auswaschen. Gut, dass du das nicht zu stark erhitzt hast. Nee, das soll man nicht erhitzen so stark. Weil nur zum Lösen. Ich muss das jetzt vor allem für die Hefe auch, darf das nur um die 25 Grad sein. Ist ja nur zum Lösen, ja. Ich bin so gespannt, dieser rote Beete-Honig-Schnaps. Ja, das wird interessant sein. Haben wir noch nie gemacht. Ne? Nee. Aber sieht der mit den... Also insgesamt waren jetzt 13 Liter Wasser. Das kommt auf euren Behälter drauf an. Ich habe jetzt euch genau das Rezept. Also rote Beete, 4,5 Kilo waren das. Das ist aber so einfach. Ich habe zwei Töpfe gekocht, das war es, was da rauskam. Ich weiß nicht, ob das genug war, ob man mehr machen muss, aber ich denke, ungefähr passt das. 6 Kilo Honig oder Zucker. Und jetzt 13 Liter Wasser. So, und immer das Wasser schön nehmen zum Saubermachen, natürlich auch nichts verschwenden. Und wie viel Hefe? Hefe ist im Päckchen drin. Aha, ich habe ein Päckchen halt. Ein Päckchen. Aber das ist jetzt noch nicht alles, weil. So. Ist relativ sauber, kann man gerne noch ein bisschen Wasser. Aber das ist sauber. Mhm. Meine Hände sind. Nicht. Ist wirklich sauber. So, das ist genau die Höhe. Man muss Luft lassen. Zu viel. Damit das sonst, wenn das jetzt brudelt, dann hat kann Platz, das natürlich. Ja. Nee, dann quillt das hier hoch. Ja, ja, der Schaum. Der Schaum. Und dann quillt er nachher hier in dieses Gärröhrchen rein und quillt dann oben über. Mhm. Das will man ja nicht. Okay. Also, jetzt geht's weiter. Ist das nicht zu heiß für die Hefe? Das macht man ja jetzt. Das muss man jetzt alles messen. Muss ich abkühlen noch. Das muss man jetzt alles messen. Aber die rote Beete war kalt. Ah, ja, genau. Ist nicht heiß. Ja, schön warm. Ah, das kann man nicht mit der Hand messen. Ich habe schon mit der Hand, da misst du gar nichts. Da kann man sich sehr schnell verkühlen. Burscht, das sieht aus wie Burscht. Ja, ist aber kein Burscht. Leckerer Burscht. Schön ruhig. Jetzt könnt ihr rühren. Jetzt könnt ihr Sauerstoff hinzufügen. Das ist alles gar kein Problem. So. Jetzt Thermometer messen. Zu warm. Warten. Muss warten. Jetzt müssen wir warten. Eine Stunde. Sind 29, 30, über 30 Grad. Ist zu warm. Zu warm. Okay, ja? Wir warten. Einfach warten eine Stunde. Ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, ihr könnt da auch kaltes Wasser reintun. Na, schon. Nein, ja, wenn der Topf größer ist, kann man auch kaltes Wasser reintun und abkühlen lassen. Aber man kann es auch einfach warten. Ja, lieber abwarten. Deckel drauf, warten und nachher sehen wir uns wieder, dann machen wir weiter. Ja, okay, dann mache ich in der Zeit andere Arbeit. Gut. Okay. So, Schatzi, jetzt bist du hier. Also guck mal hier, ich habe jetzt gerade den pH-Wert eingestellt und gemessen. Na, genau 3. 3 muss sein, ja? Zwischen 3 und 3,5. Aha, so. Richtig. Das ist sehr, sehr gut so. Wenn ihr das macht, pH-Streifen rein, ich habe das in einigen Videos schon gezeigt. Aha. Und ich habe das jetzt mit Milchsäure gemacht und mit einer kleinen Spritze. Dann kann man das immer wieder... den pH-Wert richtig einstellen. Aha. Jetzt gucken wir mal nach der Temperatur. Ein bisschen noch warten, aber ich habe auch gerade auf die Maische geguckt, die kann man sogar benutzen bei 35 Grad. Na, guck mal, jetzt ist wie viel? 29,4. Aha. Das ist gut. Wenn das ein bisschen wärmer ist, dann fängt die schön an. Aha. Die wird dann nachher kühler. So, und jetzt kann man im Prinzip die Maische da rein tun. Die Hefe. Tu die das Hefe schieben da unter dem Tisch, das stört dann keinen. Nee, ich stelle das hier noch hier hinten in die Ecke. Am besten unter dem Tisch. Aber wenn deine Schüler kommen, die Schüler stoßen kommen da ja dagegen. Mit den Füßen. Was stelle ich hier hinten in die Ecke?
Gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob die. Also hier Füßen. Nimmt man sich diesen die Hefe. Ja, ich nehme jetzt hier die Prestige-Hefe. Mhm. Und ja, schneiden wir die mal einfach auf. Man nimmt den kompletten ganzen Inhalt. Mhm. Ach so, Moment. Vorher wollte ich noch was messen. Dafür nimmt man sich das hier. Das ist eine Öxle-Waage. Mit der kann man messen, wie viel Alkohol wahrscheinlich entstehen wird. Mhm. Ja? Und das kann man am Anfang messen, indem man die Öxle-Waage einfach da rein senkt. Du bist zu nah an meinen schönen Schrank. Nö, da passiert ja nichts. So, die Öxle-Waage, die reagiert auf Dichte, wie viel Zucker da drin ist. Und wenn ich das jetzt hier genau ablese, ist das um die 97, 98, 13,6% Alkohol, was entstehen kann. Brauchst Papier? Das wäre natürlich super gut. ja, ich kann das jetzt erstmal so, bring das mal eben rüber. Ins Waschbecken. Sowas zu messen, hast du gesagt? Ja, das Öxle-Gehalt zu messen oder den Gehalt des Zuckers in der Maische zu messen, ist auch gut, weil wenn die Maische aufhört zu arbeiten, kann man messen, ob der Wert auf Null geht, weil dann ist ja Alkohol drin und der Zucker ist verbraucht. Und deshalb ist es ganz gut, so einen Messwert zu haben. So, jetzt streue ich das hier rein. Einfach komplett das ganze Ganze Paket, Packung? Ganze Packung rein. Oh nein, das ist zu viel. Nein, da sind Nutritions drin. Schatzi, komm bitte damit mehr in die Mitte hier. Nein, mehr. Ich kriege ja nur ganz leicht. Mann, passiert schon. Mein Schrank. Mein so. Schrank. Bitte hey, komm. Ich dreh nur ganz leicht. Mach dir keine Sorgen. Dann dreht nur, bis sich das alles schön verteilt. Und man muss immer das Ganze, weil das ist eine Mischung von Mineralien und Vitaminen für die Hefe. Und die geht nur, ist halt eine Mischung, die man komplett verbrauchen muss. So, jetzt ein bisschen Sauerstoff da reinbringen, damit die Hefe auch gut arbeiten kann. Riecht aber gut, ne? Mhm. Riecht lecker nach rote Beete. So, jetzt braucht man nur irgendwie, was ich vergessen habe, einen Teller oder einen Topf. Genug, Schatz. Ja, ja. Jetzt braucht man einen Teller oder einen Topf, wo ich die dann den reintun kann. Nein, wahrscheinlich. Moment, ich überlege, wo du das wahrscheinlich. Ich kann das ja auch rüberbringen. Das war es eigentlich schon. Jetzt kommt der Deckel drauf. Schön fest verschließen.
Ja, und dann kommt hier oben der Gärbehälter drauf. Wasser einfüllen. So, jetzt warten wir. Lass das hier stehen. Ja. So. Das war's. Perfekt. Ja. Gut gemacht, Schatzi. Jetzt warten wir auf das Ergebnis. Halbes Jahr. Naja, so nicht. Wir können ja mal noch sehen, wie das gärt und so. Super. Dann räume ich mal auf. Mhm.